Zum ersten Mal in der Historie des DAB-Pokals treffen die Füchse Berlin und Frisch auf Göppingen aufeinander. Frisch auf, wettbewerbsübergreifend in dieser Saison noch ohne Sieg. Trotzdem eine unangenehme Aufgabe aus Füchse-Sicht. Frisch auf Göppingen in den weißen Trikots und grünen Hosen gestaltet die ersten Minuten der Partie ausgeglichen, hat aber auch immer wieder Probleme beim Abschluss. Und so kippt das Spiel früh in die Berliner Richtung. Den Hausherren gelingt offensiv einfach mehr. Lasse Andersson mit der 4-Tore-Führung in der 23. Spielminute. Die Gäste lassen sich davon aber nicht ins Boxhorn jagen, weil es auch Berlin teilweise an Präzision fehlt. Persson verkürzt auf -2. Wenn etwas im Göppinger Angriff funktioniert, dann über Ludwig Heilbeck. Hier vernascht er gleich 3 Berliner. Absolut sehenswert. Die Hausherren haben aber auf der anderen Seite immer wieder die passende Antwort parat. Wie immer funktioniert viel über Gitzel. Pausenstand in der Max-Schmeling-Halle 20:17. Nach der Pause findet Berlin wieder nahtlos ins eigene Spiel. Aus dem Rückraum trifft vor allem Lasse Andersson. Der Däne kommt heute auf 7 Tore. Viel zu selten hat Göppingen die besonderen Momente auf der eigenen Seite. Der Kämper von Scharaz bildet da die große Ausnahme. Doch der Kroate verletzt sich in dieser Aktion und muss einen Großteil des Spiels von der Bank aus mitverfolgen. Das bedeutet einen Riesenbruch im Göppinger Angriffsspiel, sodass bei Göppingen eigentlich nur noch Ludwig Heilbeck funktioniert. Denn Göppingen ohne Scharaz ist viel zu ausrechenbar für die Berliner Abwehr. Heilbeck stemmt sich im Alleingang gegen die Berliner Übermacht, holt hier aber die dritte 2 Minuten Zeitstrafe gegen Lukas Herburger raus, der daraufhin die rote Karte sieht, was aus Berliner Sicht vor allem eine Schwächung für die eigene Abwehr bedeutet. Trotzdem schaffen es die Füchse, die zwischenzeitlich schon auf 8 Tore weg waren, frisch auf, nochmal ins Spiel zu lassen. Heilbeck hier mit einem seiner 9 Tore. Eins mehr erzielt aber ein dänischer Superstar, Matthias Gitzel, mit 10 Toren am heutigen Abend. Sein letztes ist sein schönstes. Denn danach treffen nur noch die Göppinger. Die Gäste verkürzen sogar noch mal bis auf 1 Tor, mehr aber auch nicht. Berlin kommt mit dem Schrecken davon und gewinnt in der 2. Runde mit 37:36. Noch mehr Handball gibt's übrigens hier. Hier draufklicken. Auf geht's.